Wir gehen jetzt mal hier auf den Buhnenkopf raus. Ganz vor zur Spitze und gucken uns den Platz mal aus der Nähe an. Ich begrüße euch hier im tiefsten Baden-Württemberg, in Frickenhausen. Im Hintergrund seht ihr, wo ich bin. Willis Garage. Aber keine Angst, es geht nicht um meinen Bulli. Der rollt wie eine Eins. Der ist fit. Ich muss mir was ganz anderes, Wichtiges hier ausleihen. Bei meinem Kumpel Uwe, das ist auf der einen Seite die Vertragswerkstatt meines Vertrauens. Hier bringe ich immer meinen Bulli hin, wenn er mal was haben sollte. Ja, da geht das rucki zucki. Aber hier hinten könnt ihr auch beim Uwe ganz geile Wohnmobile leihen. Er hat neben seiner Werkstatt auch zwei große Camper im Verleih. Also eine ganz coole Sache für Angler oder Naturliebhaber oder Familien, die einfach mal irgendwo einen schönen Urlaub machen wollen. Absolut mega, die Teile. Aber ich habe ein anderes Anliegen. Mein Boot steht immer noch in Quarantäne in Italien. Ich habe keine Chance, es dort abzuholen wegen der Corona-Krise. Also ich kann ins Land nicht einreisen. Und ich hoffe, da Uwe selbst begeisterter Angler ist, dass er mir eventuell mit einem Boot aushelfen kann, denn ich will jetzt die nächsten Tage an den Rhein, wieder für eine längere Tour. Die letzten Tage war ich ja mit Mike zusammen, mit seinem Boot unterwegs. Der muss jetzt allerdings wieder arbeiten und hütet sein Boot wie ein Augapfel. Und jetzt klapper ich den nächsten guten Freund von mir ab, ob der mir nicht zufällig ein Boot leihen kann. Denn ich glaube, der hat sogar zwei zur Auswahl da. Wir gehen mal rein. Ja. Moin, moin. Das ist Stefan. Grüße dich. Wir machen es mal so, ne? Man sieht es ja leider. Wie läuft's? Soweit alles gut? Wohnmobil geht jetzt wahrscheinlich super, ne? Das ist jetzt gerade so genau das Richtige, ja. Können wir nachher noch mal kurz reingucken. Ich habe es euch schon mal kurz auf dem Parkplatz gezeigt. Da werde ich auch noch mal drauf zurückkommen, sobald wir wieder reisen dürfen in Europa mit so einem Ding nach Norwegen oder nach Schweden runter. Absoluter Traum. Aber jetzt geht es erstmal drum. Ich habe einen kleinen Anschlag auf dich vor. Wir waren ja gerade am Rhein, ja, mit Mike sein Boot unterwegs. Der muss es aber wieder schaffen. Und mein ganzes Angelzeug, Boot, Beiboot, ja, die freut sich, dich zu sehen. Ja, liegt alles in Italien. Ich komme da nicht rein. Okay. Und ich weiß ja, dass du mittlerweile sogar zwei Boote hast. Ja. Könntest du mir eins davon leihen, dass ich weiter angeln kann? Hallo. Das hört sich doch cool an. Gehen wir mal raus, gucken wir mal, welches Boot denn zur Auswahl steht. Kann ich sogar raussuchen. Echt? Ja, klar. Gehen wir mal schauen. Zeig das mal. Also wenn ihr eurer Freundin Freude machen wollt, Uwe hat hier noch einen ganz coolen Mädelsmart Cabrio stehen. Aber um den geht's nicht. Hier um geht's. Das ist das Neue von dir? Das ist das Neue, genau. Wir waren noch nicht fertiggestellt, das ist noch ein bisschen Projekt. Kannst du sogar cool drin pennen, ja. Aber es ist mir, glaube ich, schon immer zu fett. Das hier kenne ich ja. Genau. Das wäre das Optimale jetzt fürs Welsangeln am Rhein in der kommenden Zeit. Bootszelt passt ja eh gut von mir drauf, du hast ein Servicebrikett Bootszelt. Ja. Ja, das schaut doch gut aus. Leist es mir? Ja. Okay. Dann kann ich endlich wieder weiter auf Fels angeln bei dem geilen Wetter. Ja, vielen Dank, freue ich mich. Ich hänge das gleich an. Fahr noch heim, pack alles. Bisschen Angelzeug. Viertelstunde brauchst du noch. Wegen? Na, Stadt, klar. In den Batterien gucken. Ja. Ganz losgehen, Schlüssel und so. Dann fahre ich heim, hol mein Angelzeug und dann geht's direkt an den Rhein. Diesmal mit Uwe sein Boot. Also Fremdgehen steht bei mir momentan ganz oben auf der Liste. Aber solange es nur mit den Wallerbooten ist, denke ich, ist ja vertretbar. Und wenn ihr mal was am Auto habt, wohnt hier in der Nähe von Frickenhausen oder wollt euch ein geiles Wohnmobil leihen, Willis Garage, Uwe Geier ist euer Ansprechpartner. Ihr findet den jungen Mann bei Facebook. Ansonsten einfach googeln. Ich blende unten in die Videobeschreibung auch mal die komplette Firmenadresse rein. Da geht's weiter.
freue mich jederzeit. Genau, und jetzt hängen wir mal den Kutter an und fahre ich wieder heim. So aus. Wir fahren jetzt direkt am Rhein Wölfe fangen. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Schönen Rheintal. Und jetzt gehen wir Wels angeln. Wir haben nach langer Suche hier am Rhein ein gemütliches Plätzchen gefunden. Allein die Anfahrt mit dem Boot hier war schon wirklich imposant. Durchs Rheintal, entlang dieser ganzen Burgen, die oben in den Bergen stehen. Das ist wirklich erlebenswert. Ja. Hier unten im Rheintal finden wir einen ganz anderen Flusslauf vor, als es bei mir zu Hause der Fall ist im Großraum Speyer. Hier unten ist der Fluss viel, viel flacher und die Strömung ist sehr, sehr schnell. Also der Fluss ballert hier richtig am Ufer durch. Aber es gibt hier zahlreiche ganz tolle, gemütliche Plätze, vor allen Dingen, wenn man mit einem Boot unterwegs ist, wo man schön anlegen kann, wo auch das Anlegen geduldet ist, sofern man Flora und Fauna dabei nicht beschädigt und man beim Welsangeln eine richtig gemütliche Zeit haben kann. Ihr seht es schon ein bisschen im Hintergrund, das ist ein Flair wie am Strand. Irgendwo da hinten liegt Finny, die ist komplett Game Over, in der Sonne und chillt ihre Basis, wie man so schön sagt. Und ich mache mir gerade ein paar Gedanken über das Angeln, wie wir hier am besten vorgehen werden. Zum Angelplatz, ich habe uns ein ganz großes, langes Buhlenfeld rausgesucht, wo mehrere Buhnen aufeinandertreffen. Ich schätze mal, die einzelnen Buhnenköpfe sind bestimmt 100 Meter weit auseinander. Also ein ganz, ganz weitläufiges Areal. Und in so schnell fließenden und flachen Flusspassagen, wie wir sie hier unten vorfinden, sind natürlich Buhnenfelder der absolute Hotspot für uns Angler. Die Welse ziehen hier rein zum Fressen und um in den Buhnenfeldern Ruhe zu finden und Kraft zu sammeln von der starken Rheinströmung draußen. Die Futterfische ziehen hier rein, um zu fressen und um zu chillen. Die Aale ziehen hier rein. Die Zanderrauben entlang der Steinpackung. Für uns Angler auf jeden Fall ein mega Hotspot, diese Buhnenfelder. Und für die Fische ein schneller Anlaufpunkt, um der harten Strömung zeitweise entfliehen zu können. Wenn ihr mit einem Schlauchboot oder auch mit einem größeren Boot unterwegs seid, bieten euch diese Buhnenfelder natürlich auch Sicherheit. Denn wo sonst könnt ihr im ruhigen Wasser dem Wellenschlag entfliehen der großen Schiffe und euer Boot sicher vor der hier wirklich teilweise mörderischen Steinpackung des Rheins verankern, auf dem Boot pennen oder einfach mittags ein paar Stunden chillen. In diesen Buhnenfeldern hier ist es wie Urlaub, es ist super möglich und genau das haben wir auch gemacht. Unser Boot habe ich hier im vorderen Bereich des Buhnenfeldes vor Anker gelegt. Es liegt dort auf jeden Fall sicher und wir haben eine tolle Ausgangsbasis hier zum Welsangeln.
Jetzt zur Mittagszeit brezelt hier richtig die Sonne und ihr könnt auch schon erkennen, wir können ja mal ein bisschen ins Wasser reinlaufen, wie klar der Rhein ist, ja, also wie klar das Wasser ist. Deswegen mache ich mir jetzt auch überhaupt keinen Angelstress. Ein bisschen hier Chili Vanilli, ein bisschen Zeit in der Sonne verbringen und mein Gebiet mal genau erkunden. Ja, mir mal genau einen Plan machen, wie wir heute Abend vorgehen werden, denn ich denke, bei dieser klaren Wassertrübung hier wird tagsüber dann nicht allzu viel passieren. Ich denke, die Dämmerungsphase, die Nachtphase oder auch die Morgenstunden, das wird die Zeit sein, wo die Welse dann hier Hunger bekommen. Apropos Nachtphase, wir dürfen hier in dem Bundesland, wo wir uns gerade befinden, nachts angeln. Also alles Chili Vanilli. So, ich werde mich jetzt mal auf diesen Buhlenkopf da drüben begeben. Wenn wir einen Angelplatz mal von außen angucken. Eine Rute, eine Montage werde ich wahrscheinlich sogar vom Ufer aus werfen. Das bietet sich hier an. Und dann werde ich noch mit dem Schlauchboot ein bisschen rumfahren und mit dem Echolot hier genauer Location betreiben. Das Schlauchboot habe ich natürlich dabei, das darf hier auch genutzt werden. Einfach als Sicherheitsaspekt. Ja. Wenn wir draußen an so einem Kopf einen Hub bekommen. Die Montage können wir ohne Probleme vom Ufer aus setzen, ohne Boot. Das zeige ich euch auch gleich, wie das funktioniert. Aber wenn ihr da draußen am Buhnenkopf einen richtig starken Fisch dran bekommt und der richtig Gas gibt, müsst ihr es schaffen, den Fisch hier im Buhnenfeld, in der Buhnenmitte zu halten. Denn wenn er rausgeht in die Hauptströmung und den nächsten Buhnenkopf erreicht, ohne dass ihr am Ufer mitlaufen, mitrennen könnt, wird er dann dort irgendwann an den scharfkantigen Stein eure Schnur zerfetzen. Deswegen, also wenn ihr die Möglichkeit habt und ein Schlauchboot einsetzen könnt, nehmt es auf jeden Fall mit zum Welsangeln. Und wenn ihr damit nur dem Fisch folgt, wenn er richtig Gas gibt im Drill, und diejenigen, die kein Boot haben, den werde ich auf jeden Fall später mal zeigen, wie wir problemlos eine Wallermontage, eine fängige Wallermontage vom Ufer aus an einem Buhnenkopf ausbringen können, ohne ein Boot dabei zu haben. Wir gehen jetzt mal hier auf den Buhnenkopf raus, gleich neben meinem Boot, ganz vor zur Spitze und gucken uns den Platz mal aus der Nähe an. Hier vorne seht ihr richtig, wie das Wasser auf die Buhne drauf trifft, gebremst wird und um den Kopf herumschießt. Hier seht ihr schön, wie die Beschleunigung läuft, wo die Strömung geradlinig weitergeht. Hier vorne in dem scheinbar stehenden Wasser, direkt hinter dem Buhnenkopf, sind meist die tiefsten Bereiche. Das ist richtig ausgewaschen und da sammelt sich auch ein Haufen Nahrung drin. Und auch viele Fische ziehen in diese tiefen Gumpen, um von dort aus in die Strömung rein und in die ruhigen Bereiche hier im Buhnenfeld zu ziehen und zu fressen. Für uns Angler sind diese Bereiche sehr, sehr schwer zu beangeln, weil das Wasser permanent dreht, in andere Richtungen fließt. Deswegen ziehe ich es vor, meinen Köder direkt in der Beschleunigung anzubieten, wo die Strömung hier um diese Buhne herumschießt. Ihr erkennt hier sehr schön die Verwirbelung, wie das Wasser, die Strömung geradlinig weiterläuft. Und in diesem Bereich versuche ich beim Welsangeln, wenn ich so einen Buhnenkopf beangle, meine Köder zu setzen und dort auch zu präsentieren. Der Waller kann dann aus dem tiefen Gumpen hier vorne, falls er da drin liegt, falls es sein Standplatz ist, in die Strömung rüberschnellen und Beute machen. Und mein Köder, mein Deadbait oder mein Tauwurmbündel ist immer schön verführerisch in der Strömung angeboten, flankt schön hin und her, fällt auf jeden Fall einem Räuber auf. Der nächste interessante Angelbereich ist das Buhnenfeld selbst. Ihr seht hier mehrere aufeinanderfolgende Buhnenfelder. Und hier müsst ihr nur darauf achten, dass ihr im richtigen Buhnenfeld unterwegs seid, denn es gibt sehr flache Buhnenfelder. Drüben in dem Bereich, wo ich vorhin mal rumgestiefelt bin, guckt schon oben der Kies raus, also da ist das Wasser vielleicht so tief. Hier vorne sieht es tiefer aus, da sehe ich auf jeden Fall nicht den Grund. Und da werden wir nachher auf jeden Fall auch Schlauchboot zu Hilfe nehmen, um das richtige Buhnenfeld zu finden, wo wir eine Wassertiefe von mindestens 1,50, vielleicht 2 Meter jetzt haben bei dem niedrigen Wasserstand. Denn da ziehen sich Futterfische rein und die Waller werden folgen. Die erste Rute, die ich auch vom Ufer aussetzen werde, werden wir direkt hier am Kopf präsentieren. An den Buhnenköpfen die schweren Welsmontagen per Hand vom Ufer auszubringen, ist überhaupt kein Problem.
Ich werde euch jetzt zeigen, wie das funktioniert, denn hier haben wir keine Weitenentfernung zum Angelplatz. Genau im vorderen Bereich, ihr müsst euch vorstellen, unter Wasser ist der Gewässergrund, es geht hoch an den Kopf und auf der anderen Seite wieder runter. Und diese aufsteigende Kante, wo wir unseren Köder präsentieren möchten, liegt genau vor unseren Füßen, also die können wir ganz leicht anwerfen. Und das machen wir jetzt. Wir bauen jetzt erstmal die Vorfächer. Doch vorher müssen wir uns noch ein paar Hilfsmittel organisieren, um unsere Schnur sicher über die Steine hier leiten zu können und den Buhnenkopf vom perfekten Winkel aus von meinem Boot, was hier im Buhnenfeld drin steht, beangeln zu können. Ganz da hinten im Ende vom Buhnenfeld am Ufer seht ihr mein Boot sicher stehen. Und von dort aus muss ich jetzt den perfekten Winkel hier vorne zum Kopf für meine Angelschnur ermöglichen. Und dafür benötige ich einen Umlenker, einen Gegenstand, der meine Schnur lenkt, sicher über die Steine lenkt und auch im bestmöglichen Winkel zu meiner Montage umlenkt, damit ich keine Verwurstung habe und bei einem Biss auch keine Gefahr laufe, dass meine Schnur hier auf die Packung fällt und zerreißt. Da haben wir doch ein schönes Stöckchen gefunden. Den Stock nutzen wir als Umlenker für unsere Schnur. Wichtig ist, dass der schön lang ist, damit wir schön weit oben unsere ausgelegte Schnur über den Buhnenkopf hin zum Boot oder zum Ufer, wo ihr auch immer sitzt, umlenken können. Den versuchen wir jetzt hier irgendwo richtig zu verbarrikadieren. Der muss wirklich gut halten. Ein paar Steine außen rumlegen. Und dann passt es. Aufpassen, dass er euch die Steine nicht auf die Füße schmeißt, denn sonst habt ihr Matschzehen. Die wichtigste Vorarbeit ist geschafft. Der steht da wie so ein Fels in der Brandung, trifft eigentlich auch hier ganz gut zu. Schön vorne am Buhnenkopf, sicher verankert, schön weit hoch hinausragen, damit wir schön weit oben die Schnur umlenken können. Und wie das genau funktioniert, wie die Montage jetzt hier vom Buhnenkopf per Hand ins Wasser geworfen wird, das zeige ich euch jetzt. Jetzt geht es erstmal zurück ans Boot. Wir müssen unser Vorfach bauen, den Köder vorbereiten und dann können wir die Montage schon auslegen. Jetzt begrüße ich euch hier bei mir auf dem Boot. Da seht ihr mal, wie wir so leben beim Welsangeln, wenn wir mit dem Boot unterwegs sind. Gott sei Dank hat mir mein Kumpel Uwe ja sein Boot geliehen, sonst hätte ich jetzt auch definitiv nur vom Ufer aus angeln müssen. Ist auch überhaupt kein Problem, aber mit dem Boot ist natürlich alles gemütlicher und vor allen Dingen hier unten im unteren Rheintal haben wir super Möglichkeiten, mit den großen Booten vor Anker zu liegen und eine ganz gemütliche Zeit zu haben. Ich habe hier an Bord eine große Jarozell-Batterie. Die kennt ihr ja schon, die habe ich euch schon mal vorgestellt in den YouTube-Videos. Also da kann ich meine komplette Bordelektronik laden, die Handys, Videokamera, meine Drohne oder auch mein Laptop, wenn ich am Wasser was arbeiten muss. Also so einen großen Akku mit an Bord zu haben, ist schon ganz cool. Vor allen Dingen, wenn man ein paar Tage unterwegs ist. Ich glaube, man kann damit sogar im Notfall einen Elektrokühlschrank betreiben, mehrere Tage. Also die hat richtig Power, richtig Saft. Hier hinten seht ihr die Schlafkojen. Das ist der Schlafplatz. Unter den Schlafkojen haben wir alles nochmal so ein bisschen unterfächert. Da ist noch ein bisschen Material drin, was man nicht permanent braucht, damit alles aufgeräumt ist. Ist zwar jetzt doch ein großes Boot, ist ein Boot von 6 auf 1,80, 6 Meter Länge, 1,80 Breite, aber zu zweit muss man sich hier schon ein bisschen organisieren, um auch Platz zu haben. Aber es ist gemütlich, es passt, wenn man sich ein bisschen hier alles vorbereitet hat und alles so ein bisschen organisiert hat. Und dann ist dann ganz tolles Angeln, egal ob auf Karpfen, Wels oder was auch immer ihr angeln möchtet. Super möglich. Meinen Kühlschrank will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Es ist immer nervig,
Akku-Packs dabei zu haben. Wir haben es jetzt noch nicht richtig heiß, aber heute sind auch 22, 23 Grad draußen. Und wenn man da ein paar frische Sachen dabei hat oder ein paar kalte Getränke an Bord genießen möchte, muss man sich schon was überlegen. Und ich finde es immer nervig und auch teuer, diese Eiswürfel im Supermarkt zu holen. Nach einem Tag sind sie meistens auch aufgetaut. Und da will ich euch mal eine ganz coole Möglichkeit zeigen. Solange die Wassertemperaturen noch nicht die höchsten sind, wie ihr eure Lebensmittel und auch eure Getränke schön kühl halten könnt. Hier hinten am Boot ist unser Kühlschrank versteckt. Schaut mal hier, ich habe einfach eine ganz normale Angeltasche genommen und die hier hinten am Boot verankert. Und da ist alles drin, was wichtig ist. Natürlich hier im Rheintal guter Weißwein. Die Bratwürste. Und das Y-Food. Das Y-Food braucht da nicht kühl lagern, aber es schmeckt kühl natürlich besser. Vor allem jetzt im Sommer, der Erdbeershake, mein absoluter Favorit. Schaut mal in die Videobeschreibung, ich blende euch hier mal einen Link ein. Da könnt ihr euch die Sachen mal bestellen, mal probieren. Wirklich der Hammer. Mmh. Wie an der Eisdiele, so ein eisgekühlter Erdbeershake. Und jetzt bereiten wir mal das Happa Happa für die Welse vor. Meine Montage draußen für den Buhnenkopf habe ich vorbereitet. Ich zeige euch gerade mal, was ich da zusammengebastelt habe. Ich habe ein 2 Meter langes Mono-Vorfach benutzt mit der 15 Gramm Z3U-Pose. Wichtig ist, dass ihr in diesen Beschleunigungen, in dem schnellen Wasser da draußen, einen Radaumacher benutzt. Eine U-Pose, die wirklich Strömungsverwirbelung erzeugt. Da könnt ihr natürlich auch Flügel-U-Posen einsetzen. Haben wir ja auch ganz tolle Produkte im Programm. Aber ich habe in der letzten Zeit so viele große Fische mit dieser 3U-Pose gefangen. Und das schafft natürlich Vertrauen. Und deswegen hat die jetzt wieder ihren Platz auf meinem Vorfach gefunden. Diesmal habe ich das 15 Gramm Modell montiert, also schon eine relativ starke U-Pose, aber sie muss ja auch den Deadbait in der Verfolgung ziehen, schön über Grund halten. Als Führungshaken habe ich den 8.0er Mega Hook und am Ende als Fanghaken den Ghost Hook montiert. Spannend wird es jetzt über dem Vorfach, denn hier habe ich einen kleinen 50 Gramm Schwimmer montiert. Der wird später als Stopper an meinem Stock zum Umlenken eingesetzt. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Hier unten den Brakeline-Konnektor von uns. Das ist ein neues Produkt. Ist eigentlich kein großes Hexenwerk, was ganz Einfaches, aber sehr Effektives. Am unteren Ende ist hier so eine Ringeinlage verbaut. Dann kommt ein Stück Versteifung und oben ein Wirbel, so ein Schnelladapter zur Verbindung der Reißleine am Stein, den wir später vom Ufer werfen möchten. Warum der Brakeline-Konnektor jetzt hier zum Einsatz kommt, euch ist es sicherlich auch schon passiert. Wir fischen ja hier in der Steinpackung mit Schlagschnur und der Schlagschnurknoten kann relativ dick auftragen. Und wenn ihr jetzt hier einen Seeboom habt oder einen normalen Wirbel, der euren Stein hält, kann es passieren, dass der Wirbel nicht schön über den Schlagschnurknoten drüber rutscht. Oder auch die Schnur, nachdem ihr die Montage geworfen habt, nicht schön bis zum Stein hingleitet und ihr euren Köder auf Spannung bringt. Deswegen nutze ich hier den Brakeline-Konnektor. Der hat eine ganz große Öffnung. Da kann die Schnur super schön durchgleiten bis hin zum Stein. Eine ganz perfekte Verbindung zwischen meinem Stein und der Hauptschnur, wo die Schnur richtig schön durchgleiten kann. Dann folgt eine große Gummiperle, damit der Brakeline-Konnektor hier nicht an den Wirbel schlägt oder sogar über den Wirbel, wenn kleinere Wirbel zum Einsatz kommen, drüber rutschen kann. Und so sieht mein ganzes Backup aus. Ich habe jetzt hier im Hintergrund eine 2,90 Meter Rute. Die Rollen, da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen, die kennt ihr. Schlagschnur wieder ganz wichtig, aufgespult. Und dann kann es eigentlich schon losgehen mit der Beköderung. Ich werde mit Deadbaits angeln, Forellen, die hole ich mir immer ganz frisch in meiner Forellenzucht, töte die zu Hause, dass die Leichenstache rausgeht, kühle die mir schön ein, dass sie am Wasser wie frisch gefangen sind und dann ist es der perfekte Köder. Wenn ihr in einem Bundesland angelt, wo ihr keine Edelfische am Wasser einsetzen dürft als Köder, könnt ihr genauso gut Rapfen,
Döbel, Brassen, Rotaugen, eigentlich alles benutzen für dieses System, was ich gleich baue, was ihr auch am Wasser vor Ort fangen könnt. Aber oftmals ist der Rhein hier in dem Gebiet, wo ich gerade unterwegs bin, sehr zickig. Es ist nicht so einfach, an gute Köder ranzukommen. Und deswegen bringe ich mir da immer gleich ein paar frische Köder von zu Hause mit. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr es schafft, dass der Köder schön aufrecht hinterm Buhnenkopf in der Strömung steht und anfängt zu flanken. Wenn ihr ihn jetzt einfach auf euer System draufhängt, wird er sich drehen. Als erstes stechen wir jetzt bei der Forelle hinten die Schwimmblase kaputt. Dadurch gehen wir mit einem spitzen Messer hier hinten in After, mit der scharfen Seite nach hinten zur Afterflosse, dass wir möglichst wenig Bauchraum aufschneiden und verletzen. Und stechen jetzt hier die Schwimmblase kaputt. Die findet er ganz leicht, wenn er da ein bisschen rumstochert. Dann macht es wie so ein Puff, geht die Luft raus. Jetzt habe ich sie schon getroffen. Jetzt wird die Forelle am hinteren Bereich hier mit einem kleinen Schnitt versehen. Ganz wichtig ist, dass ihr es hinten am Fisch macht, weil der Strömungsdruck wirkt ja von vorne auf euren Köder und das soll keine offene Stelle sein, wo das Wasser eindringen kann. Jetzt kommt der Deadbait Puncher zum Einsatz. Ihr geht mit der scharfen Seite hinten in euren Fisch rein, treten dabei immer ein bisschen. Jetzt fängt er schon an, das Rückenfilet rauszuschneiden und führt den Puncher ganz nach vorne bis zum Kopf der Forelle. Immer schön weiter drehen. Dadurch schneidet vorne der scharfe Bereich das ganze Fleisch raus. Jetzt langsam wieder rausziehen. Ihr seht, hier entsteht jetzt so eine richtige Mulde am Köder. Das war auch Signal für Fini, die kommt jetzt. Die steht nämlich unheimlich auf das Forellenfilet. Das schiebt ihr euch jetzt wieder hier raus. Da kommt's. Und hier ist das komplette Rückenfilet enthalten. Fini, komm hier, hopp, hopp. Ja, fein, ja, das schmeckt ihr. Jetzt kommen die Auftriebskörper zum Einsatz, die in den Fisch eingesetzt werden, wo wir eben das Rückenfilet rausgenommen haben. Je nach Ködergröße kommen 1, 2 oder 3 Korksticks zum Einsatz. Ich denke, das ist jetzt eine normale Speiseforelle, nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, dass 2 Korksticks auf jeder Seite ausreichen werden, damit der Fisch schön stabil im Wasser steht. Dazu wird unser Puncher jetzt wieder geladen. Ich führe jetzt erstmal 2 Korksticks Korkpatronen hier vorne ein. Gehe jetzt hier hinten in den Fisch rein, schiebe das Ganze erstmal ganz nach oben bis zum Kopf. Übe jetzt hinten Druck aus und ziehe den Puncher langsam nach außen, zurück aus dem Fisch. Und habe jetzt hier schön hintereinander die ersten beiden Korksticks gesetzt. Das gleiche mache ich jetzt auch auf der anderen Seite, damit es ausgewogen ist. Wieder ein kleiner Schnitt hinten an der Forelle. Puncher einsetzen. Achtet darauf, dass ihr schön jetzt auf der linken Seite bleibt. Rückenfilet dabei rausschneiden. Das ist doch nachhaltiges Angeln, oder? Hat sogar der Hund was davon. So. Fein. Die nächsten 2 Korkpatronen in den Lauf schieben. In euren Köder hinten einführen. Bis ganz nach oben. Wieder von hinten Druck ausüben, dabei langsam zurückziehen. Zack. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Die Auftriebskörper liegen hier oben schön versteckt im Köder drin. Der Köder ist weiterhin richtig schön weich und flexibel. Und jetzt kann man schon beködern. Der Führungshaken kommt dabei durchs Maul des Köders, und zwar mittig. Ich gehe dann oben zwischen den beiden Nasenlöchern durch den Oberkiefer und zum Unterkiefer unten wieder raus. Das ist ganz wichtig, damit das Maul eures Deadbaits komplett geschlossen ist und kein Wasser vorne eindringen kann. Wenn Wasser vorne eindringen würde, würde sich im Bauchraum der Forelle sammeln. Der Fisch wird einfach schwerer und schwimmt nicht mehr so verführerisch in der Strömung.
Jetzt kommt der Ghost Hook zum Einsatz. Den setze ich im hinteren Bereich hier, wo ich auch Rückenfilet entnommen habe. Und habe somit die beiden Anbissstellen, wo ein Raubfisch, ein Köderfisch oder besser gesagt ein Beutefisch angreift, perfekt mit einem Haken besetzt. Vorne der Kopf und hinten der Schwanzbereich. So, das System ist jetzt schon einsatzbereit. Die Sonne steht hoch und wir gehen jetzt wieder raus auf den Buhnenkopf. Und dann zeige ich euch, wie ihr ganz ohne Boot so eine Montage vom Ufer aus präsentieren könnt, setzen könnt und wie das Ganze über den Stock dann zu meinem Boot hier zurück umgelenkt wird. Damit ihr auf jeden Fall sicher seid, wenn der Biss kommt, dass eure Schnur keinen Steinkontakt hat und ihr den perfekten Schnurwinkel zu eurer Montage erzeugt. Als erstes bereiten wir jetzt unseren Umlenker für den Stock hier vorne am Buhnenkopf vor. Da habe ich alles mit hergebracht. Wir brauchen hierfür einen kleinen und leichten Reflektorausleger. Der hat wenig Gewicht, aber wir sehen das Ding richtig gut, wenn wir nachts mal nachlegen müssen. Dann brauchen wir eine Reißleine. Ich habe hier eine 35er, das reicht vollkommen, welche später unsere Hauptschnur, unsere ausgelegte Montage trägt und beim Biss die Montage freigibt. Da schneide ich mir jetzt gerade ein ganz kleines Stück runter, reichen 10 cm. Mache hier zwei Schlaufen rein, eine oben, eine unten. An das Ende der Reißleine montiere ich jetzt so einen ganz normalen Wirbel. Da wird er einfach eingeschlauft. Jetzt nehme ich ein bisschen alte Schnur. Die hat man ja immer als Welsangler dabei. Ich gehe mit der Schnur hier durch meinen kleinen Ausleger durch. Ans Ende mache ich hier auch eine Schlaufe. In diese Schlaufe schlaufe ich jetzt meine Reißleine ein, sodass der Wirbel am Ende der Reißleine nach unten weghängt. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das Stück hier wird jetzt ziemlich weit oben am Stock fixiert. Ruhig in der Höhe, so hoch wie ihr stehen könnt, befestigt ihr euren Ausleger. Hier wird später jetzt gleich meine Hauptschnur umgelenkt zum Boot hin. Die Sollbruchstelle und der Ausleger, wenn die Montage jetzt hier am Buhnenkopf gleich abgelegt wird. So. Jetzt gucken wir erstmal, ob unser Deadbait aufrecht im Wasser steht, bereiten uns noch einen Stein vor und schon können wir die Montage dann einsetzen. Was ganz Wichtiges haben wir noch vergessen. Wir machen hier noch einen kleinen Sicherungsgummi drüber, dass der Haken definitiv auch schön im Fischmaul mittig sitzen bleibt und sich nicht dreht oder bewegt. Zack, so sieht das Ganze aus. Jetzt setzen wir die Forelle mal hier vorne ins Wasser und schauen, ob sie schön aufrecht steht. Die steht perfekt aufrecht in der Strömung. Und wenn jetzt Zug drauf kommt, seht ihr, wie toll die sich verhält. Und da kann doch der Wels am Buhnenkopf nicht widerstehen. Jetzt brauchen wir einen schönen griffigen Stein, den ihr gut werfen könnt. Nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Der sieht doch hier toll aus. Schöne Form, kompakt, den könnt ihr auch gut binden. Schön nach dem Paketprinzip einpacken, das Päckchen. Damit er auch auf jeden Fall sicher hält und auch eure Montage sicher am Platz hält. Da oben dran kommt jetzt die Hauptreißleine, es ist eine 40er, die nehme ich doppelt, mache mir so eine Schlaufe
Ich laufe die jetzt hier gerade unter der Steinschnur ein und mache mir hier oben jetzt noch eine zweite Schlaufe rein. Dann habe ich einen kleinen Abstand zum Stein. Und hier in dem Bereich wird jetzt der Brakeline-Connector eingehangen. Dann hole ich mir gleich ein Knicklicht raus. Für was wir das brauchen, seht ihr gleich. Und jetzt können wir unsere Montage vom Buhnenkopf schon direkt dem Waller vors Maul schmeißen. Ihr geht jetzt mit der Rute vor an den Buhnenkopf und fixiert die am besten irgendwo hier in den Steinen. Stellt sie euch so rein, dass er vernünftig steht. Jetzt holt ihr eure Montage nach. Legt ihr euer Vorfach mit dem Köder hier vorne ins Wasser und zieht euch ein paar Meter Schnur von der Rute runter. Die ablaufende Schnur legt ihr auch hier vorne vor euch ins Wasser. Und dabei haltet ihr die ganze Zeit den Schwimmer fest. Guckt, dass die schön übereinander liegt. Mit dem einen Fuß fixiere ich jetzt meinen Köder hier vorne am Ufer. Könnt ihr euch nochmal so rauslegen, Fuß draufstellen leicht. Und nehme jetzt meinen Stein, der zu der ablaufenden Schnur hier führt. Und probiert den Bereich zu treffen, wo die Strömung hier am Buhnenkopf beschleunigt. So ein leichter Wurf. Achtung, zack. Der Stein liegt perfekt unten. Jetzt hole ich meinen Köder hier vor an die Beschleunigung und ziehe den langsam zum Stein runter. Ihr seht, wie schön die Schnur jetzt da durchläuft. Jetzt geht er nach außen. Jetzt zieht ihr das Ganze nach außen, bis er auf Spannung kommt, also euer Brakeline-Connector auf den Stein trifft. Das ist jetzt der Fall, jetzt geht er hoch zu eurem Umlenker. Oben am Umlenker steckt ihr als erstes mal ein Knicklicht in euren Schwimmer oben rein. Und fixiert jetzt direkt dahinter euren Wirbel. Der Schwimmer ist dafür da, dass ich nicht unnötig viel Druck vom Spannen, je nachdem, was ihr für beide Entfernung an die Buhnenköpfe habt, von meinem Angelplatz hier raus habe. Da nimmt mir den Druck aus der Montage. Ihr seht, hin zu meinem System ist hier alles noch relativ durchhängend schlaff. Also die Schnur erzeugt auch keine zusätzlichen Strömungsverwirbelungen. Und der perfekte Umlenkweg ist entstanden, raus zu meiner Montage. Also ihr habt gesehen, wie einfach das doch sein kann, am Buhnenkopf eine Rute selber setzen zu können, weil ihr einfach durch die Buhnenköpfe weit in den Fluss reinlaufen könnt und diese Kanten hier vorne, wo das Wasser vorbeischießt, das sind dann auch die Bereiche, wo der Waller definitiv mal vorbeischauen wird. Jetzt nehmen wir unsere Rute, bringen das Ganze kurz hier auf Spannung, dass uns da nichts zusammenfallen kann, dass schön Druck drauf ist. Und es geht zurück über die Steinpackung zum Boot. Und die erste Rute ist scharf. Dann schauen wir uns mal das Angelareal vom Boot aus an. Die Uferroute
Sitz. Da hinten seht ihr den Buhnenkopf. Bin ich auch mega happy damit. Aber mal schauen, was wir mit der zweiten Rute machen. Im Buhnenfeld drin haben wir eine Wassertiefe von 1,60, 1,70. Und jetzt hier nach außen hin im Fluss wird sogar flacher das Wasser. Ja. Hier gehen wir jetzt sogar auf die 1,50 hoch. Weil auch ein sehr interessanter Bereich ist diese Verlängerung hier zwischen den Buhnenfeldern, wo die Strömung auf das sich in der Buhne drehende Wasser trifft. Eigentlich genau jetzt, wo wir uns hier befinden. Wir ziehen jetzt ganz langsam runter. Draußen ballert die Strömung vorbei. Hier haben wir eine verminderte Strömung und in der Buhne läuft es zurück. Aber es ist hier sehr, sehr flach. Sehr, sehr flach. Aktuell haben wir sogar nur noch 1,40. Das ist mir etwas zu flach. Ich werde jetzt noch mal ins nächste Buhnenfeld reinfahren. Das kommt gleich hier unten. Das kann ich auf jeden Fall noch vom Boot erreichen. Und dann mir auch mal den mittleren Bereich in der Buhne anschauen, ob es da tiefer wird. Also da müssen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen schauen, weil nicht jede Buhne ist gleich. Und die kleinen, aber feinen Unterschiede sind meistens die Sachen, die dann auch den Fisch bringen. Habt ihr eben den Kormoran da gesehen? Da, wo die Jungs sind, sind eigentlich auch immer Fische zu finden. Jetzt sind wir hinterm zweiten Buhnenkopf. Hier haben wir eine Wassertiefe von 1,90 Meter. Das ist schon recht ordentlich, finde ich. Ja, das passt. Aber es ist sehr, sehr weit zu angeln. Ich weiß nicht, ob ich die Entfernung hinbekomme. Das ist ja wirklich verrückt, ne? Genau hinterm Buhnenkopf 1,90, hinterm zweiten. Und jetzt hier weiter in Reihen raus 1,30, 1,40. Also es wird teilweise hier zur Fahrrinne hin aktuell flacher. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Fische aus dem tiefen Bereich über den Flachwasserbereich gehen, um dann nochmal in einen kleinen tiefen Bereich an so einen Buhnenkopf zu kommen. Ich fahre jetzt nochmal in das Buhnenfeld oberhalb von meinem Angelplatz, schaue mir das genauer an und dann treffen wir eine Entscheidung. Es wird Zeit, die zweite Rute muss ins Wasser. Dieses Buhnenfeld hier oberhalb von mir ist komplett durchgeströmt. Also das bedeutet, es läuft im Rückwasser in entgegengesetzter Richtung zur Fließrichtung des Flusses draußen. Hier genau durchs Buhnenfeld. Hier kommt der Rhein runter und hier läuft die Strömung rückwärts im Buhnenfeld. Das ist doch ein cooler Spot. Und wir haben 1,90 Meter. Das ist eine gute Wassertiefe. Das gefällt mir schon besser. Mal gucken, wie die Kante hier drin verläuft. Das schauen wir uns jetzt noch mal genauer an. Ich fahre jetzt langsam mal von dem tiefen Bereich hier im Buhnenfeld. Relativ tief, aber 1,80 Meter, 1,90 Meter schon mal besser als 1,40 Meter. Langsam in Richtung Ufer hoch. Und wir schauen mal, was da unter Wasser jetzt passiert. Das ist ja spannend, oder? Es ging sogar noch mal hier mitten im Buhnenfeld auf 2 Meter runter. Und jetzt, hier knapp vom Ufer, geht es auf 1,40 hoch. Deswegen hier auch diese Rückströmung. Das Buhnenfeld ebbt nicht langsam zum Ufer aus, sondern es kommt tief von draußen rein bis ungefähr in die Hälfte des Buhnenfeldes. Seht ihr ja hier im Hintergrund. Dann geht ein abrupter Abriss hoch, eine Kante auf 1,40. Jetzt treibt man langsam wieder raus, jetzt haben wir schon wieder 1,60 und deswegen auch die Rückströmung. Guckt mal hier. Das sieht doch nach einer typischen Weltsilhouette hier auf dem Echolot aus. Ich denke, hier werden wir die zweite Montage drin ablegen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie wir das machen sollen, denn zwischen dem Buhnenfeld und meinem Boot ist noch mal ein langes Buhnenfeld. Aber auch in dem Fall, um der Steinpackung da unten dem Buhnenfeld zu übergehen,
Um das zu überspannen, habe ich natürlich ein Hilfsmittel im Gepäck. Und das zeige ich euch jetzt, was wir da machen werden. Damit wir hier auch in das zweite Buhnenfeld ohne Probleme angeln können, ohne Gefahr zu laufen, dass unsere Schnur Kontakt mit den Steinen hat. Jetzt sind wir genau auf der Buhne, oberhalb gesehen von meinem Angelplatz. Im Hintergrund seht ihr unseren Umlenker am Buhnenkopf. Und die Entscheidung ist gefallen, ich möchte auf jeden Fall in das Buhnenfeld hier reinangeln. Das ist das tiefste oder der interessanteste Bereich, den ich jetzt hier gefunden habe. Eine schöne 2-Meter-Kante läuft von dem Buhnenkopf da oben zu dem hier runter. Ins Buhnenfeld rein läuft eine Kehrströmung und dann ebbt die Kante nach oben aus auf 1,40. Das habt ihr eben schön auf dem Echolot gesehen. Und unser Hilfsmittel, der Umlenker. Den werde ich jetzt hier vorne in den Steinen in der Packung fixieren und meine Schnüre über die Umlenkgabeln vom Boot aus über die Steinpackung des Buhnenkopfes hier in diese Flucht führen. Dann habe ich einmal den Buhnenkopf zugemacht mit meinem Deadbait da draußen und der nächste Deadbait kommt hier in das Buhneninnere, wo die Strömung sich bricht und entgegengesetzt läuft. Das ist doch, denke ich, ein Plan, oder? Auch hier darauf achten, dass man schön verbarrikadiert, dass es sich nicht bewegt und nicht umfallen kann. Denn auch hier kommt richtig Druck auf, falls wir einen Biss bekommen sollten. Und nur wenn der wirklich richtig gut und sicher steht. Aber das sieht gut aus. Der steht gut. Die Sonne ist weg, es wird jetzt echt langsam Zeit, die Rute ins Wasser zu bringen. Es hat wirklich jetzt lange gedauert mit der Platzwahl im Buhnenfeld und mit der Entscheidung für den richtigen Angelplatz. Aber lieber hier ein bisschen Zeit investieren und dann den richtigen Riecher zu haben, als leer auszugehen. Ich bin gespannt. Diese Rute kommt jetzt hier vorne an die Kante und dann lassen wir hier Ruhe einkehren. Auch hier kommt die gleiche Montage zum Einsatz, die Tree-U-Pose mit einem Deadbait-System. Ein Schwimmer brauche ich jetzt hier oben dran nicht, da die Rute direkt geangelt wird. Ich lege sie in der Kante ab, in dem Kehrwasser und führe sie dann direkt hier zurück über unseren Umlenker, über die Steinpackung zu meinem Boot. Haargummi kommt drüber, damit sie nicht gleich rausflutschen kann und etwas geschützt ist. Jetzt geht es auf direkten Weg zu meinem Boot. Glöckchen noch dran, das hänge ich hier gleich unten am Ring ein, weil wir wahrscheinlich durch diese Teile da draußen, ich meine jetzt nicht die Schwäne, sondern das Schiff, schon hier auch im Buhnenfeld eine Bootsbewegung haben werden, wenn das Wasser rausgezogen wird und wieder reinschießt. Die ziehen nämlich richtig Wasser, die großen Pötte. Und da reicht es, wenn die Glocken weiter unten sind. Wenn hier der Einschlag kommt, donnert es sowieso durchs ganze Boot. Wir hören die Long Ranger knattern, aber erstmal muss es soweit sein. Schauen wir mal, ich bin gespannt.
wird es langsam dunkel. Es ist eine ganz herrliche Stimmung jetzt hier am Fluss. Der Fisch hat mitten im Buhnenfeld gebissen und hat gegen die Strömung Schnur genommen. Jetzt gehen wir raus und rein. Jetzt schießt er raus die Hauptströmung. Wahnsinn. Ist die Rute genau in der Strömungskante, nicht hier auf dem Kopf. Mitten im Buhnenfeld kam der Einschlag. Also ein Fisch, der in dem flachen Wasser noch so stur unten bleibt, ist definitiv ein guter Fisch. Guck mal, wie schnell wir sind. Da kommt eine grüne Boje auf dem Rhein. Hier heizt mal volle Pulle dran vorbei. Seht ihr die? Wahnsinn. Da hinten kommt ein Boot. Wo? Hinter uns. Ich muss jetzt mal einen Motor anmachen, weil oben kommt ein riesen Schubschiff. Wahnsinn. Boah. Riesen Fisch im Drill und fast noch vom Boot überfahren worden. Oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Komplett weggehauen, den Deadbait.
Das ist ein richtiger Flachwassergigant. Schaut mal, wie er den Köder weggezogen hat. Da guckt nichts mehr raus. Ach. Unglaublich. Unglaublich. Ach. Schaut euch dieses Monster an. Boah. Wahnsinnsfisch. Wahnsinnsfisch. Komplett weggezogen im Wienfeld. Ich bin völlig außer Atem. Schaut euch diesen Büffel an. Wahnsinn. Und damit noch nicht genug. Kurz vor dem Morgengrauen kommt der nächste Biss. Lange uns mit der Platzwahl Zeit gelassen haben. Ist, glaube ich, kein großer Fisch. Kann man nicht so richtig sagen. Jetzt kommt er langsam. Vorfach ist schon hier oben. Ah ja, aber kein schlechter. Am Ghost Hook. Ganz knapp gehakt hinten. Ja, in solchen Momenten wäre die Haarmontage wahrscheinlich fehl am Platz. Wenn sie so knapp drauf beißen, so kurz beißen, Einzelhaken komplett frei. Und aufpassen am Schlauchboot. Ab hier den Rhein runter. Komplett weggenagelt. Guckt euch mal den Fettsack an. Komplett voll der Bauch. Merkt man richtig die Fische drin. Die fressen ohne Ende, obwohl das Wasser so niedrig ist. Ja. Geil, der plant ihn auf. Das freut mich am meisten. Auch wenn es jetzt kein Riesengigant ist, aber die lange Platzsuche und das Überlegen, dann doch mitten im Buhnenfeld eine zu legen, hat sich komplett ausgezahlt. Toller Fisch. Das war doch wirklich eine geniale Fischerei hier am Buhnenkopf und im Buhnenfeld. Ich habe mich mal komplett entschleimt jetzt, frisch gemacht und wir ziehen weiter. Ich wünsche euch auf diesem Wege alles Gute, dicke Fische, viel Spaß am Wasser und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao, euer Stefan.